Vielen Dank. Ja, Minister Spahn will die geplante Reform in der Pflegefinanzierung dauerhaft mit einem Zuschuss aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Wir als Freie Demokraten halten das für den falschen Weg. Statt den Jüngeren immer neue Lasten aufzubürden, sollte er vielmehr die Weichen stellen für eine nachhaltige und generationengerechte Finanzierung der Pflege. Das wird nicht ohne private Zusatzvorsorge gehen. Da gibt es gute Beispiele. Die IG Bergbau Chemie hat in ihrem Tarifabschluss eine private Zusatzvorsorge für die Mitarbeitenden. Also auch Arbeitgeber gehen schon mit gutem Beispiel voran. Was Minister Spahn konkret vorhat, ist auch Augenwischerei. Denn er sagt, er bezieht sich nur auf den pflegebedingten Anteil mit 700 Euro, der im Durchschnitt bei 786 Euro liegt. Da ist also zu Recht keine wirkliche Entlastung für die Pflegebedürftigen gegeben. Dem steht aber eine enorme Belastung der jungen Generation entgegen. Deswegen können wir das nicht mittragen. Angemessene Löhne in der Altenpflege und vor allem auch Entlastung für die große Gruppe der pflegenden Angehörigen sind dringend notwendig, müssen aber nachhaltig und generationengerecht finanziert werden. Ich hätte noch eine Frage. Die bessere Bezahlung der Mitarbeiter. Es klingt für mich so, dass Spahn gewissermaßen die Kassen anweisen will, nur mit den Betreibern zu verhandeln, die einen Tarifvertrag haben. Haben Sie das auch so verstanden? Das habe ich auch so verstanden. Das hat mich auch irritiert. Ich denke, auch das kann nicht sein. Man darf auch nicht verkennen, dass gerade die Löhne in der Altenpflege in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich gestiegen sind im Vergleich zu anderen Branchen. Als Zahl kann ich da nur nennen, zwischen 2015 und 2019 um über 18%, während es in anderen Löhnen nur um die 10% sind. Also da sehen wir schon eine Dynamik bei der Steigerung der Löhne, die sich auch weiter so entwickeln wird, denn wir haben Fachkräftemangel. Keine Pflegekraft wird zu schlechten Arbeitsbedingungen und nicht angemessenen Löhnen arbeiten müssen. Dafür ist die Nachfrage viel zu groß nach Pflegekräften. Heißt das, Nachfrage, es würde auch ohne Tarifverträge gehen in dieser Branche? Wir sind nicht generell gegen allgemeinverbindliche Tarifverträge. Nur so wie das jetzt angestellt wird, halten wir das für den falschen Weg.